Das ist der Vorteil von meinem Schweizerdeutsch, von meinem Schweizer Hochdeutsch. Kein solches Tool wird genau meinen Dialekt nachmachen. Du kannst dich klonen, deine Stimme, dein Aussehen, deine Mimik und dann mit reinen Textprompts hunderte Videos generieren, die du in deiner Stimme sprichst. Das geht mit KI-Tools wie zum Beispiel mit HeyGen in diesem Fall. Ich zeige dir das kurz vor. Wenn du in HeyGen bist, hier in einem kostenlosen Account kannst du bis 3 Videos machen. Gehst du hier zu Avatars und kannst hier bei Video Avatars klicken und Create Avatar. Ich habe meines jetzt schon gemacht. Hier klicke ich rein und wir sehen, ich habe jetzt zwei verschiedene Looks. Und also du könntest jetzt 100 Looks erstellen mit verschiedenen T-Shirts und alles und kann daraus dann Videos generieren. Ich klicke jetzt zum Beispiel bei diesem rein und sehe die Aufnahme. Was sagt es? Hallo Sam, dein Instant-Avatar ist fertig. Versuche Videos damit zu erstellen. Klicke auch auf den Feedback-Button, um uns deine Meinung mitzuteilen. Viel Spaß dabei. Also es hat auch Handbewegungen eingebaut und es hat meine Stimme ein bisschen deutsch-deutschiger gemacht. Kann ich jetzt halten, was ich will davon? Jemand hat in YouTube geschrieben bei einem letzten Experiment, dass die Person den Unterschied nicht erkannt hätte. Aber für mich tönt das natürlich jetzt nicht wie ich in diesem Video. Vielleicht geht das bei dir besser. Okay, dann kannst du hier klicken, Landscape oder Portrait und kommst in einen Editor, wo du hier jetzt einfach reinklicken kannst in den Text. Hier, jetzt kann ich einklicken in den Text. Also bei Script ist das und kann meinen eigenen Text hier hinzufügen und daraus dann ein Video generieren lassen. Das kann dann so aussehen. Ich habe jetzt ein Video-Avatar. Das heißt, ich könnte jetzt im Prinzip hunderte Videos erstellen, nur indem ich Text einfüge und daraus Videos erstellen lasse. Wenn du also Sales-E-Mails erhältst mit persönlichen Videos, ist die Chance recht groß, dass das automatisierte Videos sind, die fast echt aussehen. Vorteil bei mir, es eliminiert meinen Schweizer Dialekt. Ha ha ha. Hi hi hi. Ho ho ho. Es hat meine Stimme geklont und passt meine Mundbewegungen dem gesprochenen Text an. Vor nicht allzu langer Zeit wäre das fast undenkbar gewesen. Oder es hätte sehr viel Zeit und Geld gekostet. Jetzt steht das uns allen sehr einfach nutzbar zur Verfügung. Wie cool ist das? Findest du das cool? Findest du das interessant? Es führt natürlich dazu, dass man noch viel mehr Inhalt hat auf diesem Internet. Können wir ja eh nicht alles konsumieren. Es führt dazu, dass man viel mehr automatisieren kann. Ich kann meine Videos vorbereiten und dann mit KI-Automationen dann Videos daraus produzieren lassen, zu Hunderten, zu Tausenden, die automatisch versenden. Ich kann die Videos personalisieren lassen mit Vornamen des Empfängers, der Empfängerin und so den Anschein machen, dass meine persönliche E-Mail mit integriertem Video von mir wirklich eingesprochen wurde. Dabei ging das vielleicht ohne mein Wissen raus. Es gibt spannende neue Einsatzgebiete für solche Tools, für solche Videos. Wir müssen auch ein bisschen uns Gedanken machen, wie viel davon wollen wir wirklich nutzen, nur weil es möglich wäre. Wie siehst du das? Ist das ein bisschen creepy, wenn du E-Mails erhältst? Ich habe letztens
eine E-Mail erhalten mit einem Talking Head Video drin zu meinem YouTube-Kanal. Und im Hintergrund lief mein YouTube-Kanal, wurde ein bisschen gescrollt darauf. Ich dachte, ja, da ist wahrscheinlich wirklich ein Tipp oder zwei in diesem Video drin, wie ich meinen YouTube-Kanal optimieren kann. Das schien mir recht echt, das Ganze, bis ich das geschaut habe. Und am Schluss, gerade auch weil ich solche Tools kenne, da gedacht habe, ja, das war jetzt wahrscheinlich wirklich eine Massen-E-Mail, das in einem Video dann mich mit Vornamen anspricht und im Hintergrund mein YouTube-Kanal durchgeht, aber vom eigentlichen Inhalt her war nichts wirklich auf meinen Kanal bezogen. Geht für mich also als Bot durch, als vielleicht auch ein bisschen Spam. Wäre das Spam für dich? Hart an der Grenze mindestens, vielleicht nicht voll 100% Spam, aber ja, für mich gibt's so das Gefühl, wir müssen wirklich aufpassen damit. Und die Grenzen sind wohl fein und wer da zu krass experimentiert, riskiert da doch auch hunderte oder tausende Leute ein bisschen vor den Kopf zu stoßen, weil in ein paar Monaten oder Jahren wird das allen klar sein, dass das generiertes Zeugs war. Wenn dir solche Videos gefallen, dann kommentiere vielleicht mal unter meinem Video, gib mir einen Daumen hoch, abonniere diesen Kanal und schau auch die anderen Videos, die hier eingeblendet werden. See you soon. Bye bye. Das ist der Vorteil von meinem Schweizerdeutsch, von meinem Schweizer Hochdeutsch. Kein solches Tool wird genau meinen Dialekt nachmachen. Also das wird immer sehr authentisch rüberkommen. Wenn du Schweizer Hochdeutsch nicht kannst, dann solltest du vielleicht das lernen, als ja, wenn deine Sprache zu rein deutschig ist, dann läufst du Gefahr, für einen Bot verwechselt zu werden. Okay, bye.